Hey Leute, der Pocke hier. Ich möchte heute über ein Thema reden, und zwar SCUF Controller. Ich habe dabei ein Gameplay aufgenommen und ja, viel Spaß mit dem Video. In ein Spiel reingekommen. Gen 6.9 ist also noch relativ offen. So, worüber ich in diesem Video reden wollte, war etwas, was ich selber als die, na, wie soll man es sagen, die SCUF-Debatte würde ich dir nennen. Und zwar sehe ich in Foren immer wieder und im Foren immer wieder und im Internet, dass Leute darüber aufregen, soll man SCUF kaufen, soll man nicht, SCUF ist Cheaten, SCUF ist kein Cheaten. Ja, Fakt ist, dass in den offiziellen Meisterschaften und weiß was ich was SCUF-Controller erlaubt sind. Drohne bereit für Befehle. Konterdrohne in Bereitschaft. Vorräte in Bereitschaft. Kann ich die Teile mal rausbauen. Naja, in den Foren habe ich das auf jeden Fall schon geschrieben und das möchte ich auch hier in dem Video auch einmal erwähnen. Für mich ist es kein Cheaten oder sonst was, weil im Grunde kauft man sich ja PC und alles, kauft man sich ja auch professionelle Ausrüstung bzw. bessere. Keiner, selten bleibt einer bei einer 5 € Maus oder sonst was. Und oder Tastatur, fast jeder holt sich Gaming Maus Tastatur und da holt auch keiner unsere, ja. Warum holt man sich sowas? Warum nicht? Klar, es bringt den meisten Leuten einen Vorteil, aber ich finde, in Black Ops 3 haben die schon den Leuten zumindest die Möglichkeit gegeben. Achtung, das so ein bisschen zu simulieren, indem man halt diese Tastenspringer-Funktion nutzt. Ich selber spiele auch mit dieser Funktion. Komme mittlerweile auch recht gut damit aus. Werden mir aber trotzdem jetzt demnächst ein SCUF zulegen. Ich bin nicht der Meinung, dass man ein Original SCUF haben muss. Das wäre Blödsinn, sowas zu sagen. Aber man kann sich das von jeder Marke holen oder selber zusammenbauen oder wie man es möchte. Das ist dann jedem selbst überlassen. Das ist ja auch wie bei Mäusen. Die einen mögen Logitech, die anderen. Was gibt's da alles für Firmen? Razer und weiß was ich was Microsoft. Und finde das Team so selbst überlassen. Oh, das Aim. Oh, das Aim. Naja. Vorräte unterwegs. Energielevel bei 50%. Ich finde es auf jeden Fall nicht richtig, dass die Leute dann da irgendwie rumheulen und weiß nicht was. Konterdrohne zerstört. Drohne verlässt Einsatzgebiet. Konterdrohne nähert sich. Boah, der war mal groß. Ja.
Ach, selber schuld. Servos unterwegs. Selber ein bisschen übertrieben. Und wenn ich dann aus den Foren sehe, dass Leute dann irgendwie rumheulen oder jemanden runter machen, weil er sich sowas selber baut und meint, der wäre ein Cheater oder will sein Gameplay dadurch oder dadurch wird er auch nicht besser und bla bla bla. Ist auch jedem selbst überlassen. Ob man davon besser wird oder nicht, klar hängt das von ihm selber ab. Aber bei den neueren Spielen, und es zählt nicht nur Black Ops 1, zählt nicht nur für Black Ops 3 jetzt, sondern viele Spiele, die rauskommen, werden irgendwas haben, von wegen Springen, Ducken, bla. Und es muss ja noch nicht mal dieses Doppelsprung sein oder so, es reicht ja, dass man hier diesen einfachen Sprung irgendwo drüber macht und dabei noch zielen kann, das hilft ja auch schon enorm. Ob man irgendwie links springen und dann erst zielen kann oder so, oder ob man springen und zielen fast beziehungsweise na, jetzt habe ich so viele Rede nicht aufgepasst. Achtung, feindlicher Cerberus unterwegs. Feindliches verstärktes Geschütz im Operationsgebiet. Dieser Verräter muss ausgemerzt werden. Gesehen. Zu spät gesehen. Dieser Verräter muss ausgemerzt werden. Uns läuft die Zeit davon. Nicht zurückhalten. Alles in allem finde ich das jedem selbst überlassen. Und wenn man sich wenn man Freizeit spielt, okay, kann ich verstehen, dass Leute sagen, wozu. Aber Leute, die regelmäßig spielen und das vielleicht ein bisschen genauer machen, ja, genauer, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann, aber die das ein bisschen ernster nehmen oder sonst was. Das ist dann genauso wie am PC, die holen sich halt eine bessere Ausrüstung. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr nehmt was daraus mit und bis zum nächsten Mal. So Leute, jetzt wisst ihr meine Gedanken zum Thema Scuf Controller. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Gameplay hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Abo eurerseits freuen.
über einen Daumen nach oben auch. Und ich würde gerne eure Meinung zum Thema Scuf Controller in den Kommentaren lesen. Bis zum nächsten Video.